Also ich war erstmal ein bisschen ängstlich, als ich gelesen habe, dass das eine der größten Liebesgeschichten aus dem arabischen Raum sind, weil wer bin ich, der in irgendeiner Form es erzählen darf, weil ich komme nicht aus dem Raum. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und habe gemerkt, dass das Hauptthema von Mejnun ist, dass er tatsächlich Sufi wird und eine Art Meditation in der Wüste lebt. Und diese Art von Meditation, die finden wir in allen Kulturen, ob das im Buddhismus ist, teilweise in der Kabbalah oder bei den Mystikern im Christentum. Und dann habe ich mich daran gewagt und mich ganz verliebt in diese sufistische Bewegung. Und das fand ich halt so toll, auch dass die Musik von Detlef Glanert so eine sinnliche Klanglandschaft ist, die hat auch diese unglaubliche mystische Form, aber auf eine ganz eigenständige Art, und sie hat was mit unserem Kulturkreis zu tun. Das Stück ist so farbig und ist so genuine Oper mit einem Liebeshauptpaar, mit den Figuren, die sich außerordentlich kunstvoll darum ranken. Das ist eine Handlung, der man auch folgen kann, ohne tiefschürfende Essays darüber gelesen zu haben. Natürlich, wer mehr weiß, hört mehr. Aber im Grunde genommen kann man sich darauf einfach einlassen, wie man sich auf jede romantische, klassische oder klassisch-moderne Oper auch einlassen kann. Das, was ich ja gerade an Detlef Glanerts Kunst so schätze, ist, wie expressiv er für die menschliche Stimme schreibt, ohne sie je zu überfordern, sondern immer die Möglichkeiten, die ganze Palette der Stimme mit sehr viel Könnerschaft auszuschöpfen. Für mich hat die größte Kraft am Theater das Ensemble und die Energie von einem Ensemble und ein Unisono, aus dem heraus sich Individuen rausentwickeln. Und in dem Stück greift das ja auch in besonderer Weise ineinander, dieses Hervortreten der Einzelnen, wie sie verschmelzen mit dem ganzen Ensemble oder auch wie es aus der Sprechstimme in das Gesangsensemble und so weiter. Also das eine bedingt das andere ja die ganze Zeit in diesem Stück. Genau. Und dann haben wir natürlich auch noch Niki, den Erzähler, den Nikolaus Haag, der das auch der durchführt und dem Ganzen noch eine Form gibt, die glaube ich, sehr wichtig ist, dass man auch am Wort bleibt. Es ist umsonst. Dieser Dichter, dieser Taucher im Seelenmeer, er wird niemals aufhören, in Leilas Tiefen nach Perlen zu suchen. Sie lebt zwischen dem Wasser ihrer Tränen und dem Feuer ihrer Liebe zu dir. Mejnun, hör auf zu dichten. Die Wüste, die dich von Leila trennt, liegt in deinem Herzen. Durchschreite sie. Mejnun benutzt, glaube ich, also benutzt unbewusst vielleicht, Leila und seine Liebe zu Leila für seine Kunst. Sie ist seine Muse. Und ich glaube, das ist was Universelles, weil viele Künstler haben ihre Musen und brauchen dieses Gefühl der Qual, um was ganz Großartiges zu kreieren. Das ist ganz universell. Und einzigartig ist tatsächlich die Sprachkunst von Nizami und die Beschreibungen der Natur und die Beschreibung dieser Seelenzustände. Das ist einzigartig. Poesie ist das Entscheidende, und einen Rhythmus irgendwie zu finden über den ganzen Abend hinweg, der dann solche Bilder überhaupt erst ermöglicht. Dass das nicht auf unsicherem Grund steht oder so vor sich hin meandert, sondern dass da drunter eine ganz feine Genauigkeit liegt und dann diese quasi aus der Zeit genommenen Ebenen irgendwie entstehen und die Bilder zusammen mit den Klängen und so weiter. Mhm, absolut. Und wenn die Menschen sich davon anstecken lassen, dann
haben sie vielleicht auch die Möglichkeit, die Poesie im Alltag zu finden. Also wenn man in so einer Schwingung dann ist, also mir geht's so, wenn ich Produktionen sehe im Theater, die poetisch sind und es gibt so eine Poesie und so eine Poesie. Es gibt ja auch eine Poesie in der Energie und in etwas ganz viel, viel lauteren und schnelleren. Aber wenn es poetisch ist, dann bebe ich dann mit und schwinge nach und sehe dann auch in meinem Leben Poesie. Und ich glaube, das sollten wir machen als Kulturschaffende. Das tun wir. Ja, ich hoffe es. Yeah.